Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Hi-Rise City hier bei Heisenberg Zockt. So, ich habe noch mal ein bisschen was an der Grafik gemacht. Das Spiel selber, ja, sagt jetzt, dass wir um die 40 Frames haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ein bisschen besser ist es. Gut, allora, was sind wir denn stehen geblieben? Können wir schon wieder Investoren machen? Ja, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also, lasst uns mal hier runtergehen. Zack, einmal diesen, einmal jenen. Und dann brauchen wir natürlich das Teil hier wieder, damit wir sehen, wo wir bauen müssen. Oder bauen können, das ist ja kein Müssen. Also, hier hinten haben wir Platz. Wie viele kriegen wir da hin? Das wären mal 4. Ui, das ist ja, ist wieder eine ordentliche Ladung gewesen. Gut, gehen wir zurück und schauen grundsätzlich mal, wie sieht es denn hier aus. Ja, das ist aber immer noch nicht mit 40 Frames, also beim besten Willen nicht. So, Birchen zieht an, Kirche. Ja. Ich würde sagen, wenn wir irgendwo Platz haben in der Nähe, kriegt er nochmal eine Kirche. Kostet nichts, wir haben's. Was soll's? Eine kleine. Haben wir hier irgendwo ein Plätzchen? Da ist aber eine Straße in der Nähe. Zack, einmal da rein. Wunderbar, hilft dann denen wieder. Und das freut uns dann wieder. Haben wir sonst gerade irgendwelche Probleme? Ja, wir verlieren Geld. Und wir haben knapp 400.000 Einwohner. Warum haben wir denn jetzt hier schon wieder Probleme? Das ist wahrscheinlich wirklich der Import. Man sieht ja auch hier oben. Ja, da bewegt sich immer was. Das ist ja eigentlich gut. Wir müssen einfach gucken, dass wir nicht plötzlich irgendwann kein Geld mehr haben. Wo war ich jetzt? Hier hinten. Da brauche ich dieses Ding für einmal nicht, weil ich sehe ja, wo ich gebaut habe. Wir können nämlich schon wieder 6 Felder machen. Ne, 7. 7 Felder, obwohl wir jetzt eigentlich gerade welche gemacht haben. Das ist ja wunderbar. Dann fehlen dafür die Ziegel. Ja, das führt mich mal hier hin. Wie sieht es denn aus mit Ziegeln grundsätzlich? Ja, das ist eben nicht aussagekräftig. Weil wir brauchen die Ziegel zum Bauen. Lehm. Ja, ein bisschen zu wenig Lehm. Das ist aber nicht markant. Kann ich hier oben noch, wenn wir zum Beispiel dieses Land noch kaufen würden. Wobei, wenn wir eh Geld verlieren, möchte ich natürlich jetzt nicht irgendwie 10 Millionen investieren, um Land zu kaufen. Das kann es eigentlich auch nicht sein. Lehm? Oh ja, aber hier hätte es natürlich schon noch ordentlich. Haben wir denn sonst gerade noch irgendwo? Naja gut, wir müssen ja nicht nach Land suchen, wo wir Lehm haben, weil wir haben ja Lehm. Oh, hier unten haben wir aber auch noch Lehm. Ja, aber eben, das ist halt hier irgendwie dann so nah daran. Sind die schon am Reklamieren, dass ihnen irgendwas nicht passt? Nee, wird eigentlich soweit passen. Ich teste das mal. Wir machen einfach mal hier noch was hin. Ganz einfach, weil wir es können. Ich drehe dich mal. So, direkt an die Wohnung ran. Wir werden sehen, was passiert. Wahrscheinlich vergraulen wir die Mieter. Wäre irgendwie logisch. So, das sind da doch nochmal 3, 4 Stück. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Hier unten geht auch noch was hin. Ja, eine Straße kriegt er. Hier auch nochmal. Nochmal drehen. Zack. Nein. Nein, ja. Und hier nochmal, wenn ich dich drehe. Nee, das geht dann nicht mehr. Also, ihr wollt eine Straße, sonst funktioniert das Ganze natürlich sowieso nicht. Machen wir eine Straße. Kann ich hier eine Brücke machen? Das haben wir, glaube ich, noch gar nie gemacht. Wasserkontakt. Ja, ich müsste wahrscheinlich Höhe haben, dann wird es gehen. Gut, aber wir brauchen hier keine Brücke. Was wir hier brauchen, ist einfach eine Straße. Ja, ich weiß, Entfernung zu gering. Das mag ja sein. Ich möchte hier aber irgendwie... Machen wir mal den. Dann komme ich da nicht hin. Come on. Okay. Spielstand gespeichert. Der speichert mal fröhlich. So, währenddessen sammeln wir wieder Ressourcen. Da können wir nämlich gleich wieder Investoren hinstellen. So, jetzt haben wir hier eine Straße. Die ist relativ einsam. Ja, ich komme hier lang, aber bringt uns natürlich herzlich wenig. Wir können ja zurückgehen. Moment, wir machen das mal so. Dann können wir hier nämlich auch noch einzeichnen. Gehen wir mal hier rein. Ich hoffe, das gibt eine Straße und nicht irgendwie wieder ein kaputtes Ding. Ja, ja. Ja, ich weiß. Das sind die hier hinten. Die kriegen ja gleich jetzt. Eins nach dem anderen Spiel. Nicht hetzen. Von hier runter. Geht. Zack. Reicht das schon? Ist er doch reicht. Okay, gut. Dann haben wir nochmal 2, 3 von denen gemacht. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Düsen wir wieder zurück. Oder haben wir gerade irgendwo massiv Meldungen, dass irgendwo was fehlt? Nö. Ist eigentlich okay hier. Haben wir hier Schneefall? Ne, irgendwas ist hier. Funktioniert aber. Und solange es funktioniert, ist ja okay. Was wollte ich denn jetzt? Genau, ich wollte natürlich nochmal Investoren haben. Kriegen wir da nochmal 5 bis 6 bis 7 hin? Das wäre sehr angenehm. Jetzt muss ich schnell finden. Hier unten war das, glaube ich. Oh ja, die Performance ist halt tatsächlich langsam. Langsam wird es ganz schwierig.
auch wenn ich hier die Texturen runtergedreht habe. Wow, guck mal, das war jetzt aber doch nochmal 4, 6, 9, ja etwa 12, 13 Felder. Und wir brauchen Büros, das könnt ihr haben. Ich möchte schnell hier hin. 57.000, ich würde sagen auf die 60 kommen wir ungefähr. Also das müsste eigentlich zu schaffen sein. Gut, Büros, wir klöppeln Büros. Wir haben hier diese mittlere Dichte. Und gehen mal wieder irgendwo gucken, wo wir noch freie Felder haben. Und da stellen wir die Büros hin, hier hinten. Eine ganze Ladung. Schön vor die Fischer. Die brauchen ja auch Büros eigentlich, also von daher kann man die auch hier hin machen, denke ich. So, Riesenladung. Jawohl, hier nochmal. Sagen wir mal so, sieht sicher gut aus, wird aber der Performance nicht viel bringen. Nur hier noch mehr Häuser hinstellen. Aber es ist halt nur mal das Ziel des Spiels, also anders geht's nicht. Machen wir den noch hier. Jawohl, da kriege ich doch nochmal 4 Stück hin. Und hier können wir nochmal, ne, können wir nicht, aber dann können wir mit denen nochmal. Ne, können wir auch nicht, jetzt haben wir die Ressourcen tatsächlich soweit aufgebraucht. Ja, ich habe es vermutet, dass es bei den Ziegeln wieder ein Problem gibt. Wie sieht es hier aus? 1200 Büros fehlen. Ja, guck mal, jetzt haben wir aber hier ordentlich was hingestellt, da wird auch gleich gebaut. Also von daher, irgendwie kann es sein, wie soll ich sagen, also die Performance ist ja tatsächlich nicht wirklich viel besser. Dafür haben wir den Effekt, dass irgendwie die, wie soll ich sagen, die Modelle nicht mehr ganz so gut aussehen. Kann das sein? Wenn wir hier schauen, meine ich das nur oder sind die nicht mehr ganz so? Naja, irgendwie da fehlt doch die Hälfte. Oder bilde ich mir das jetzt bloß ein? Wir können ja mal schnell gucken. Ich bin wirklich fast mit allem ganz unten. Und ich habe wirklich einen relativ potenten Rechner. Hier, guck mal. Früher waren wir hier bei Episch. Machen wir den Schattenbau nochmal runter. Und gucken, Texturqualität, das ist halt immer etwas, was viel Performance frisst. Hier mit den Blumen bin ich runter. Gehen wir mal nochmal ein bisschen rauf. Ich bin zwar kein Fan davon, aber okay. Ja, Objektdistanz, nee, Vegetationsdichte, Anti-Aliasing. Das ist eigentlich nichts, was mir jetzt irgendwie sagt, dass das für die Gebäude zuständig wäre. Objektdistanz, das ist einfach die, ja, die Objektdistanz, genau. Und hier sind wir immer noch auf Mittel. Dann bilde ich mir das vielleicht einfach ein. Das kann natürlich auch sein. Wie sieht's aus? Immer noch 1000 Büros. Jetzt haben sie doch aber hier eigentlich einiges an Büros hingeklöppelt. Oder klöppeln sie gerade noch. Ja, hier ist noch in Arbeit. Ja gut, hilft ja nichts. Wir müssen trotzdem mehr Büros haben. Also, machen wir wieder welche. Machen die ein bisschen dünner besiedelt. Damit wir davon wirklich auch viele setzen können. So, hier und diesen. Und dann vielleicht noch ein bisschen hier runter. Und dann nochmal jenen. Wobei, jetzt muss ich aufpassen, hier hinten würden tatsächlich auch noch ein paar Industrien hinpassen. Allerdings hier dann nicht mehr. Deswegen fülle ich das sozusagen auch noch auf. In der Hoffnung, dass wir hier näher kommen. Der Null. Ja, 100 Büros. Und die haben wir mit Sicherheit gerade gepflanzt. Wie sieht es hier oben aus? Ja, da haben wir eigentlich nicht viel gebraucht. Das heißt, wir gehen wieder zu den Investoren, weil ich möchte unbedingt leveln. Wir sind relativ lang jetzt schon an dem dran, dass wir da vorwärts kommen, aber das geht halt nicht anders, wenn du von 0 auf 70.000 musst. Und das mussten wir ja, weil Investoren hatten wir vorher keine. Ja, dann ist einfach das ist natürlich eine Frage der Zeit. Ja, ist okay, können wir machen hier. Ui, da fehlen schon wieder Ressourcen. Ja, es sind immer die Ziegel. Okay, aber jetzt haben wir ja eigentlich nochmal Lehmdinger gemacht. Moment, wenn wir Lehmdinger gemacht, genau. Ich schaue mal schnell, ob es jetzt mit dem Lehm okay ist, weil dann könnten wir nämlich noch mal ein paar Ziegeleien machen, sobald hier gespeichert wurde. Ist gespeichert. Ja, jetzt ist eigentlich okay. Ich denke, wir können noch mal ein paar Ziegeleien machen. Und die machen, wenn ich mich nicht täusche, doch eine ziemliche Verschmutzung. Da haben wir die Ziegelei. Ja gut, macht Verschmutzung, das ist uns egal. Wir haben hier ja sowieso alles schon verschmutzt. Die Frage ist, wo haben wir noch ein bisschen Platz? Hier hinten. Da, hier geht's doch problemlos. Zack. Machen wir gleich mal wirklich genug. Und genug heißt für mich wirklich genug. Was? Mangelt an Backwaren? Das hatten wir schon lange nicht mehr. Okay, gucken wir uns gleich an. Wir sind gerade hier mit den Teilen beschäftigt. Und jetzt hier würde ich sagen, da ist dann keine Straße. Ganz klar, hier brauchen wir noch Planungsbüros. Einmal so, einmal so, einmal drehen. Passt hier noch was hin. Dann passt hier noch was hin. So, und da hinten. Weil das macht mit Sicherheit was aus. Gut, hätten wir soweit.
Dann haben wir die gebaut. Ja, und wir können bereits weitermachen. Allerdings eben, es fehlen Backwaren, das schauen wir uns gleich an. Ich würde gerne nochmal nach hier hinten. Wenn ich es finde. Hier unten war es, genau. Ja, ein Viererfeld, nochmal zwei. Ja, immerhin. Wir kommen der Sache wirklich langsam näher. Jetzt die Backwaren. Wo haben wir denn Kollege Backware? Ne, hier backt es nirgends. Sag mal, gut versteckt oder bin ich blind? Das ist übrigens eine rein rhetorische Frage, weil ja. Hä? Ach hier, Moment, da haben wir das Mehl. Ja, fehlt ein bisschen was beim Getreide. Da fehlt massiv, obwohl wir importieren. Ich weiß halt nicht, ob der Import hier auch drin ist, weil wir produzieren das ja nicht. Wir importieren aber noch Getreide. Und hier bei den Bäckereien, da fehlt auch ein bisschen was. Ja, ist natürlich irgendwie blöd, wenn wir eigentlich sowieso zu wenig Getreide haben. Jetzt hier wieder noch Papier, wenn nicht Papiermühlen. Dann haben wir eine Mühle hinzumachen, dann wieder noch Bäckereien. Ich versuche es trotzdem. Weil wir haben... Oh, aber jetzt ist hier, guck mal, jetzt ist hier aber runter ohne Ende. Von 60 Millionen, sag mal, was denn los? Wir sind hier zwar wieder im grünen Bereich. Oh, bevor wir jetzt irgendwas machen, müssen wir jetzt aber schnell gucken. Das gibt's doch nicht. Wie kann man denn so viel Geld verlieren? Weil wir so viel gebaut haben? Wir haben natürlich ordentlich Ziegeleien hingestellt. Kann es sein, dass die so teuer sind? Ich guck mal schnell. Eigentlich kann das nicht sein. 60, das ist ja kein Geld. 500, das ist auch kein Geld. So, geh mal hier wieder ein bisschen rauf. Ich mache mal ein bisschen schneller, in der Hoffnung, dass wir dann schneller Geld verdienen. Wir haben schon, mit den Steuern haben wir doch eigentlich gute Einnahmen. Oh, genau, es stand noch, ich soll eigentlich den Edelsteinexport soll ich mal stoppen. Moment, wir gucken mal schnell, Edelsteine. Sind das Edelsteine? Jawohl, davon haben wir. 14 und verbrauchen 7. Können wir eigentlich lassen. Guck mal, das geht hier wieder rauf. Naja, das geht wieder rauf tatsächlich. Obst, ja. Eben, ich überlege mir halt, was wir tatsächlich noch exportieren könnten. Habt ihr eine Idee? Holz exportieren wir bereits. Damit wir hier eben wieder ein bisschen schneller an Geld drankommen. Jetzt verdienen wir zwar wieder ohne Ende. Ich glaube, da kam einfach gerade wieder ein Schiff. Und hat wahrscheinlich Stahl und weiß ich nicht was abgeliefert. Und das kostet halt wirklich auch ohne Ende. Wir haben zu wenig Trauben. Sag mal, Wein haben wir genug, Trauben haben wir zu wenig. Konserven sind in Ordnung. Müll haben wir auch genug. Produktion, Verbrauch. Ja, gut, das würde soweit passen. Ich denke, jetzt können wir wieder was machen. Jetzt haben wir hier eigentlich wieder gesunde Zahlen. Dafür rufe ich aber hier tatsächlich nochmal kurz den Reiter auf, von wegen Verschmutzung. Weil ich möchte keinen einzigen Investor irgendwo haben, wo wir die Verschmutzung haben. Jetzt ist der Reiter wieder weg. Ja, weil hier vorne fängt es, da fängt schon wieder an. Und hier oben eben auch, das können wir schon vergessen. Wir müssen hier lang. Oh, oh lala, ja, das ist aber, das geht aber in Richtung neuer Rekord, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ja, stellt die hin. Die Büros sind okay, da steht nichts mehr. Und jetzt müssen wir hier doch, ja, guck mal, bei den 60.000 sind wir. Da fehlen noch 10.000, die kriegen wir auch noch gewuppt. Bin ich guter Dinge, tatsächlich. Hier unsere Produktion, das müsste die Kohle sein. Jawohl, Kohlemine. Wollen wir mal noch einen LKW? Dingens haben wir, glaube ich, Spedition, oder nicht? Ist hier irgendwo eine Spedition zugegen? Hier unten. Ja, das geht genau bis nach da hinten nicht. Okay, ich werde jetzt aber nicht hier das Ganze vergrößern, sondern... Ihr ahnt es, richtig, wenn ich es finde, gibt es hier nochmal eine fette Spedition hin. Zack, die kosten nicht so viel, die können uns leisten. Uff. Jetzt sind wir da bei 36 Millionen. Wir haben 4 Millionen minus. Ich muss mal gucken beim Import. Es bringt nichts, wenn wir hier wirklich gute Zahlen haben, dank dem Import, wenn uns das dann ruiniert. Guck mal, wir sind auf 30 Millionen runter. Ich mach mal langsamer. Möchte bei dem hier natürlich die Reichweite noch einstellen. Das reicht, wenn der so unterwegs ist, dass er die hier hinten kriegt, weil die kriegen wir da nicht. Sieht man ja auch. Ja, die haben auch kein Holz. So, also Import. Wir müssen den Import überdenken. Einmal Hafen könnt ihr natürlich auch da oben machen, ich weiß. Ja, ihr habt auch ein Backwaren. Also wir importieren alles mögliche. Gewürze müssen wir. Stahl haben wir zweimal. Nehme ich mal raus. Ja, den Rest brauchen wir halt. Und hier vielleicht verkaufen ein bisschen mehr. Also sprich, dass wir hier bis zu dieser Lager... Moment, bis zu dieser Lagermenge das machen. Wir kaufen Gemüse ein. Wir kaufen halt alles ein. Wenn wir nichts einkaufen, machen wir eigentlich Gewinn.
Aber jetzt kaufen wir so viel ein, dass es schwierig wird, behaupte ich. So, hier kaufen wir ein bis zur Lagermenge. Gehen wir hier mal runter bis 100, nicht übertreiben. Beim Stahl sind wir bei 900. Ja, wir brauchen halt Stahl. Wir brauchen halt alles. Es ist einfach so. Edelsteine vielleicht auch noch mal ein bisschen. Ne, Moment, runter. Doch, wir brauchen welche. Also 0 ist definitiv nicht, was wir haben müssen. Ist ein bisschen tricky hier. 150, okay. Kaufen tun wir nichts. Verkaufen? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wie sieht es denn mit Spielzeug aus? Das ist mir jetzt gerade ins Auge gesprungen. Produktion, Verbrauch. Wir haben eigentlich auch zu wenig Spielzeug. Ja, wir haben, glaube ich, grundsätzlich von allen ein bisschen zu wenig. Es ist halt schwierig. Die Stadt wächst, dann wollen sie immer noch mehr. Und dem hinterherkommen ist dann schwierig. Lager ist voll. Wir haben hier, allen Ernstes haben wir hier keine Spedition. Das sehe ich so weit richtig. Doch da. Warum haben wir denn da die Meldung, Lager ist voll? Und wenn ich draufklicke, dass das geleert werden soll. Ach, jetzt geht's. Ja, wahrscheinlich ist dann halt ganz einfach kein LKW frei gerade. Wenn das rot erscheint. Das ist natürlich auch möglich. Gut. Ja, das ist halt auch ein relativ großes Gebiet. Okay, da haben wir gesehen. 100% haben wir jetzt Effektivität. Das passt. Und hier oben, wenn ich da schaue, ist okay. Das gefällt mir nicht, auch wenn wir wieder im grünen Bereich sind. Wir müssen das Geld im Auge behalten. Tatsächlich zum ersten Mal seit langer Zeit. So, nochmal den hier. Ja, da können wir doch hier unten nochmal. Oder hier? Ja, hier geht's auch. Hier ist auch keine Verschmutzung. Wow. Ja, so macht es natürlich Spaß, wenn wir wirklich dermaßen klöppeln können. Nochmal schnell Kontrolle. 62.000. Jetzt haben wir nochmal was gemacht. Ich würde mal sagen, eine Folge noch. Oder vielleicht maximal zwei. Und dann können wir leveln. Und das ist natürlich sehr, sehr nett. Geld. Wow. Ja, jetzt muss ich hier, ich muss Sachen kappen. Ihr seht, das geht nicht. Wir verdienen mit den Steuern nicht genug, dass wir das finanzieren können, was wir hier handeln, offensichtlich. Oder hat es mir die Steuern zerfräst? Das kann ja auch nicht sein. Die Steuern hatten wir hier. Ist doch okay. Soll ich hier nochmal ein bisschen? 29, da haben wir 29, dann machen wir hier die 29. Ich glaube, es ist nicht das Problem. Industrie 5. Ja, da der Handel, 8 Millionen. Eingenommen haben wir nichts, was mit unseren Edelsteinen und unserem Holz, das wir verkaufen. Nehmen wir da nichts ein? Was ist das denn für ein Käse? Ja, ich nehme mal Kollege Quarz raus. Das wird sich dann hier niederschlagen, ist klar. Wobei wir importieren ja eigentlich auch das hier, nämlich das Glas. Hier ein bisschen runter, weil wenn ich runtergehe, wird einfach bis zu diesem Lagerbestand aufgefüllt. Und hier wird verkauft, bis wir diesen Lagerstand haben. Ja. Ja, das kostet halt alles Geld, das hilft nichts. Beim Stahl vielleicht nochmal ein bisschen runter. Ne, nicht auf 0, das dann schon. Ich mache mal die 300, okay. Und jetzt möchte ich halt, irgendwas möchte ich doch noch verkaufen. Wir müssen eigentlich, aber wir sehen selber. Ja, wir haben halt nichts, was wir verkaufen können. Gold. Können wir noch was in Sachen Goldmine machen? Da haben wir eigentlich schon lange nicht mehr geguckt. Weil wir können ja die Kacheln jetzt kaufen. Wo war denn gleich nochmal Gold? Ach du Grüne, beim Schmuck natürlich. Schmuck ist hier. Da, Goldmine. Mal gucken, wo haben wir Gold? Vielleicht haben wir irgendwo noch was übersehen. Hier hinten haben wir Gold. Okay, da habe ich jetzt schon wieder ein bisschen zugebaut mit denen hier. Was sind das hier? Keine Ahnung. Zack, einmal Gold. Die müssen eigentlich weg. Oder sind das Goldminen? Wir haben hier halt tatsächlich wieder Gebäude über die Goldmine gesetzt. Würde ich aber mal lassen, jetzt das wieder alles abreißen, finde ich eigentlich auch nicht ideal. Ich gucke mal, ob ich sonst noch... Oh ja... Hier. Land gehört ihnen nicht. Ja, aber wenn ich doch diesen hier mache, dann schon. Hier geht's. Ja, okay. Haben wir sonst noch irgendwo Gold? Wir schauen mal in Ruhe, ob wir irgendwo noch ein Goldvorkommen hätten hier außen. Nee. Nee, guck mal, hier ist gar nichts. Hier auch nicht. Also Gold haben wir tatsächlich nur in dem Bereich hier hinten. Hier unten? Nee, hier ist auch nichts. Ja, dann werden wir wahrscheinlich... Ja, wäre es am cleversten, wenn wir das hier nochmal kappen. Was ist das? Das müsste eigentlich Industrie sein. Oder Büro sind das wahrscheinlich. Guck mal schnell. Genau aufs Goldvorkommen rauf. So, gespeichert wurde. Ja, Büros sind das. Und hier haben wir die Eisenschmelzen, die hier stehen. Ja, ich würde sagen, das müssen wir hier nochmal ein bisschen umbauen. Ich weiß noch nicht, wohin wir mit den Eisenschmelzen gehen. Aber irgendwo werden wir hingehen. Weil so mitten auf dem Goldvorkommen... Ja, das macht dann irgendwie doch keinen Sinn. Wir brauchen das Gold. Das Gold gibt uns Geld. Weil wenn es hier dann wirklich so weit runter geht, wir waren schon fast bei 100 Millionen, das gefällt mir dann natürlich doch nicht.
Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, demnächst werden wir es schaffen und dann das nächste Mal leveln. Da freue ich mich schon drauf. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.